Er meint euch, Cody. Ah, der labert hier wieder. Cody zeigt jetzt, was er drauf hat. Was war das denn jetzt? Los, Cody! Auf ihn! Okay, ich glaube, Cody ist da nicht so gut. Einfach draufhämmern. Scheiß darauf, ob ich sterbe. Wo ist er? Stirb! Und da war es der letzte. Ihr seid am Zug. So unzivilisiert. Commander, kontaktiert eure Truppen. Sie sollen sich auf die höheren Ebenen begeben. Sehr wohl, Sir. Die Zeit ist gekommen. Anakin, hilf mir! Ihr wolltet mich sprechen, Kanzler? Ja, es scheint, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, die sie mir verschweigen. Lass mich dir helfen. Hä? Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor brachte mir alles bei, sogar über das Wesen der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Macht, Padme vor dem Tod zu bewahren. Ich werde euch dem Rat der Jedi übergeben. Meister Windu, ich habe etwas Furchtbares erfahren. Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, Meister. Natürlich, keiner will uns wieder glauben. Aber gerade nochmal hin zu dem Kampf gegen Grievous. In der Szene, wo Grievous da gerade getötet wurde von Obi-Wan, das war die Szene, die aus dem Film rausgenommen wurde. Weil eigentlich gab es ja in dem Film eine ganz andere Szene. Die hat ja auch jeder gesehen. Aber es gab, bevor es den Film gab, gab es nämlich noch diese Szene, die wir gerade gesehen haben, wo Obi-Wan einfach den Kopf von Grievous nochmal mit der Pistole abschießt, was eigentlich voll brutal ist. Deswegen wurde es auch aus dem Film rausgenommen. Und da finde ich schon krass, dass es hier in dem Spiel drin ist. Wir wussten, dass man ihm nicht trauen kann. Aber wenn das, was Skywalker sagt, wahr ist, ist er noch gefährlicher, als irgendjemand voraussehen konnte. So lange verborgen zu bleiben, das erfordert große Kraft. Wir müssen ihn finden. Ja, ja, der Palpatine. Kann ich jetzt Charakter wechseln? Ah, gut. Wir haben auch so Klone bekommen. Darf ich keinen geliebten... meinen geliebten Grievous auch spielen? Wo ist er denn überhaupt? Die ist er auf jeden Fall nicht. Gut, wissen wir. Bösewicht wahrscheinlich. Da ist er doch. 200.000. Wie viel habe ich? Ja, ich habe genügend. Grievous, komm her. Ich will alle die Lichtschwerter. Gib mir Lichtschwerter. Oh, das ist irgendwie voll geil. Was kann er denn mit Kreis? Ah, Bomben werfen. Jawohl, ich bin Bombenleger. Nimm das! Ich greife den Tempel an. Okay, machen wir mal lieber weiter, bevor wir hier noch alles in die Luft jagen. Meister Windu,
Ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Aha. Noch nicht. Anakin! Jedi übernehmen die Macht! Ich werde das beenden. Ein für alle Mal. Nein. Nein. Nein! Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Suche ihn! Was habe ich getan? Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Darfool, weiter nach Kashyyyk, wir müssen. Sind wir ja schon fast beim Finale. Geht schneller als ich dachte. Sorgen, du musst nicht. Deinen Leuten auf Kashyyyk helfen wir werden. Also das ist jetzt gerade noch zwischen den Kampf gegen Grievous, weil uns die Druiden greifen uns ja gerade nicht an. Werden nicht. Nicht Druiden. Klone. Wegen Order 66. Erbittert diese Schlacht ist, die Wookies retten und neu formieren wir uns müssen. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Ich soll die Wookies retten. Wie spricht Yoda immer? Du gut sein wirst, du sein oder so. So redet er doch, oder? Gut, der da hinten müssen wir noch helfen. Ich wollte ihn nicht angreifen, aber okay. Ah, da ist ein Geschütz. Easy. Yoda übernimmt. Da hinten können wir, glaube ich, noch jemand retten. Ach, der ist da noch drin, ne? Komm raus jetzt hier. Lange noch nicht vorbei, diese Schlacht ist. Mit deinen Anführern treffen wir uns müssen. Chewbacca! Er ist back! Obwohl, er war nie weg. Krass, wie alt Chewbacca eigentlich sein müsste. Von Episode 3 bis Episode 9 halt, ist er immer noch am Leben. Ist das nicht geil? So ein OG. Yoda, du musst Chewbacca retten. Da ist er. Kann ich eigentlich so hoch springen? Nee, leider nicht. Jetzt kommt wieder Order 66 bestimmt. Die Zeit ist gekommen.
Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. Nicht 67, Order 66. Führt die Order 66 aus. Yay! Order 66. Wie ihr wünscht, mein Lord. Chewbacca, Duff. In ernster Gefahr wir sind. Die Order 66 wurde ausgelöst. Jetzt aber schnell weg hier. Ihr wart doch so tolle Klone. Hallo? Okay. Yoda war gerade ein bisschen auf geistigen Einschränkungen. Mann, ich wollte noch mehr Klone haben. Jetzt wenden sie gegen uns. Verschwindet! Oh, das ist ein Gesicht. Die einzigen Loyalen, in Klammern Loyalen, sind dann tatsächlich. Zu der Rettungskapsel die, gehen wir müssen. Ja. Sind die Bad Batches, genau. Heißt der Trupp so, aber auf jeden Fall, wenn ihr The Bad Batch guckt habt. Diese Klone sind auf jeden Fall die Loyalen. Und natürlich Rex, aber der braucht halt ein bisschen Überzeugung. Captain Rex und der gute Commander Cody. Und irgendjemand anderes. Aber die konnten nicht direkt überzeugt werden, die brauchten nur ein bisschen. Nein, nicht die Chewbaccas hin. Er darf dem Jedi nicht helfen zu entkommen. Verstanden. Hä? Warte mal, aber die. Dieser Schrei. Aber die. Die Chewbaccas. Ja, diesen Wookie erreichen wir hier. Die Wookies wurden doch gar nicht angegriffen von den Klonen. Weil es waren ja keine Jedi. Muss ich hier irgendwie was reparieren oder so? Oh, sorry, ich wollte nicht schlagen. Einen fortschrittlicheren Mechanismus wir schaffen müssen. Muss ich hier wahrscheinlich. Gut, Kashyyyk ist erledigt. Wie war nochmal die Projekt für Frequenz für die Truppenaffiliation? Wieso arbeiten die Droiden eigentlich zusammen mit den Klonen? Wie die Antworten. Aber der Krieg auf Kashyyyk wurde gar nicht mal so krass gezeigt vom Film. Deswegen finde ich das nice, dass es hier gezeigt wird. Schlaganfall. Digga, schieß doch richtig. Ab an die Front. Die Klone können uns nichts. Es runterbringen wir werden. Wie mache ich diesen Baum hier weg?
Bruder, I need help. Hä, irgendwas kann ich hier machen. Soll ich hier die Bombe? Ja, er wackelt so ein bisschen. Da oben ist noch eine Bombe. Okay, haben wir noch, da sind noch die Bomben. Was ist das hier? Kann ich das hier ausschüren? Ne, ich glaube, das ist halt auch wieder freies Spiel. Ansonsten finde ich ja... Ach, hier muss ich bauen. Dann sagt das doch gleich. So, wir ergreifen. Oh, das ist ein Minikit. Dankeschön. Ja! Ich kann so einen Trooper hier steuern. Boah, der steuert sich aber echt beschissen. Stirb! Okay, der macht halt wirklich keinen Spaß. Den großen werden wir einfach mal ignorieren. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich glaube, das bringt hier nichts. Wir müssen weiter. Los, los, los! Was ist das? Ich habe überbeansprucht, ich scheinbar habe. Ist das ein Ei? Ach, hier kann ich escapen. Leb wohl, Tarful. Leb wohl, Chewbacca. Vermissen ich euch werde. Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem, wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen, du wirst. Leer der Jedi-Tempel ist, besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann finden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Das wird der Imperator wohl nicht wollen. Aber da müssen wir jetzt durch. Der Imperator wird in seinem Büro beim Senat sein. Dann zum Senat, wir schnell müssen. Dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten, schlechte Zeit. Gut, dann machen wir das jetzt hier noch schnell. Aber was heißt schnell? Das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Da kommt ja jetzt nur noch der Kampf gegen Palpatine, glaube ich. Und danach ist auch wieder Schicht im Schacht. Ach Quatsch! Leute, was ich vergessen habe. Danach kommt hier noch. Unsere Verbündeten, sie nicht länger sind. Verteidigen wir uns müssen. Sie haben sich alle gegen uns gewandt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Obi-Wan und Anakin. Wurde er gesagt, Darth Vader. Gut, Leute, dann würde ich auch hier erstmal den Part beenden. In der nächsten Folge geht's dann ab gegen Palpatine und Darth Vader, glaube ich mal. Ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.